Haben die Aktienmärkte das Allerschlimmste fast schon hinter sich? Meistens ist es so, dass wenn eine Rezession eintritt, dann die Aktienmärkte wieder steigen. Dagegen vor einer Rezession die Aktienmärkte irgendwann diese Rezession riechen und eben stark fallen. Jetzt hat man so langsam begriffen, jo, da kommt was. Da könnte in Sachen Wirtschaftsabschwächung doch einiges vor der Tür stehen und das würde wiederum bedeuten, dass die Inflation dann langsam runterkommt und das wiederum könnte die Notenbanken dann veranlassen, eben nicht die Zinsen so stark anzuheben, nicht die Geldpolitik so deutlich zu straffen, denn Inflation ist ja zunächst mal das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Zu wenig Angebot, zu hohe Nachfrage, fällt die Wirtschaft in eine Rezession, geht die Nachfrage deutlich nach unten, wird das Ungleichgewicht also kleiner, ändert sich der Ansatz der Notenbankpolitik. Das ist vielleicht eine Faustregel. Vor Rezession fallen Aktienmärkte, in einer Rezession, mit Beginn einer Rezession tendieren sie dazu zu steigen. Und wir haben immer mehr Indizien dafür, dass wir vielleicht schon in einer Rezession sind, zumindest was die US-Märkte betrifft. Und wir wollen uns jetzt mal am US-Feiertag das Setup anschauen. Wie ist eigentlich die Lage? Wie stehen die Dinge? Hier haben wir am Freitag ja ISM Manufacturing Index gehabt mit etwas rückläufigen Preisen, zumindest im Vergleich zum Vormonat. Nicht rückläufig im Sinne von, dass die Preise jetzt gefallen wären, sondern dass die Anstiegsdynamik zumindest nachlässt. Wir sehen neue Orders, Neuaufträge also schon praktisch im Schrumpfungsprozess, Employment im Schrumpfungsprozess. Hier unten sehen wir die Grafik. Das ist jetzt doch ein ziemlich klarer Abwärtstrend im ISM und das gilt ja auch für andere Einkaufsmanager-Indizes, die gewissermaßen als Frühindikator für die Wirtschaft gelten. Und diese Einkaufsmanager-Indizes sind weltweit jetzt unter der Marke von 50. Wir sind also gewissermaßen auf dem Weg in eine globale Rezession. Und das wird jetzt durch den Atlanta GDP-Tracker nochmal bestätigt, der jetzt auf minus 2,10% gefallen ist. Also es könnte sein, dass auch das zweite Quartal in den USA jetzt negativ wäre und dann sind wir schon in einer Rezession und wenn wir in einer Rezession sind, könnte das eine gute Nachricht für die Aktienmärkte sein, denn das ist eben dieses umgekehrte Motto, buy the rumor, sell the fact. Hier kaufst du die Rezession und wenn sie dann eintritt oder verkaufst die Aktienmärkte, weil du ahnst, es kommt eine Rezession und kaufst sie dann, weil du sagst, okay, erstens, Notenbanken werden umsteuern. Zweitens wird dann eben auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass irgendwann diese Rezession vorbei ist, wenn diese Rezession nicht so super tief ist. Und das wäre jetzt nicht zu erwarten, es sei denn, geopolitisch passiert noch einiges, dann wäre das vielleicht für die Aktienmärkte gar nicht so schlecht. Wird inzwischen so ein bisschen Allgemeinplatz, wird im Prinzip Mainstream. Nomura sagt jetzt, die meisten großen Wirtschaften werden im nächsten Jahr in die Rezession fallen. Ich glaube, das dürfte dieses Jahr schon passieren, dass wir zumindest einige große Volkswirtschaften in der Rezession haben. Und wir sehen, dass dann jetzt auch die Märkte beginnen umzusteuern. Man hat vorher ja gedacht, okay, wir werden etwa in der Eurozone durch die EZB einen Zinsschritt von 0,5% bekommen. Das dürfte jetzt unwahrscheinlicher geworden sein. Die EZB bereitet, wie vielmehr die Financial Times berichtet, die Banken darauf vor, dass sie so eine Art Stresstest machen sollen. Was passiert, wenn sozusagen diese ganze Geschichte sich sehr ungünstig entwickelt? Dennoch ist die EZB eben dabei, bei einer Inflation von 8,6%, die in der Eurozone jetzt genauso hoch ist wie in den USA, Anleihen zu kaufen, während die Fed bereits Anleihen verkauft. Und das drückt natürlich auf Euro-Dollar. Aber dieses Rezessionsthema, das drückt natürlich auch auf Renditen. Und so sind jetzt eben diese Renditen am Freitag etwa im Tief auf 2,80% gefallen. Bei der 10-jährigen US-Anleihe hat sich dann nochmal ein bisschen erholt zum Handelsende. Aber das ist das, was ich in den letzten Videos immer gesagt hatte. Wenn wirklich die Wahrscheinlichkeit einer Rezession so hoch ist, dann müssen die Anleihemärkte darauf reagieren. Und das Überraschende ist, normalerweise sind die Anleihemärkte doch ziemlich weit den Aktienmärkten voraus. Diesmal haben sie so ein bisschen die Hoffnung gehabt, ja, Rezession kommt nicht, dementsprechend sind die Renditen immer weiter gestiegen. Jetzt sehen wir, dass wir zumindest vorübergehend erstmal einen Top bei 3,50% gesehen haben bei der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Jetzt geht es wohl tendenziell nach unten. Inflation bleibt aber natürlich das große Thema. Rezession bleibt das Thema vor allem
im Hinblick auf, naja, was macht das mit den Unternehmensergebnissen? Aber kommen wir nochmal zur Rezession. Wir bekommen heute die Erzeugerpreise und im letzten Monat waren die in der Eurozone bei 37,2%. Jetzt dürfte 36,7 aufgerufen werden, so zumindest die Prognose. Das ist am heutigen US-Feiertag das einzige relevante Konjunkturdatum. Darauf wird man durchaus achten. Aber dieses Thema Rezession und Inflation ist ja jetzt diese entscheidende Wechselwirkung. Hier sehen wir mal, wie lange die Inflation in den USA gestiegen ist oder wann der Hochpunkt der Inflation erreicht war. Wie lange hat das gedauert? Dann sehen wir in den Ende der 90er Jahren 22 Monate. Nee, nicht Ende der 90er, sondern jetzt in den 70er Jahren 28 Monate und dann 27 Monate Ende der 70er Jahre. Also wir hatten ja 73 Ölkrise, Inflation, 28 Monate war der Anstieg. Wir hatten dann Ende der 1970er Jahre durch die Revolution im Iran eine neue Ölkrise, könnte man sagen, 27 Monate gedauert. Und jetzt sind wir bei 25 Monaten. Also man sieht auch in diesen Charts, die Inflation kommt dann immer relativ scharf zurück, weil eben dann eine Rezession eintritt. Wir sehen, wie stark hier die Dinge dann wieder sich normalisieren, immer mit solchen Spikes, die können wie viele Fahnenstangencharts normal nicht immer so lange da oben bleiben, es sei denn, wir haben jetzt wirklich komplette Sondersituationen durch geopolitische Faktoren. Klar, Rohstoffe dürften ein Thema bleiben, Rohstoffe bleiben knapp. Deswegen ist nicht zu erwarten, dass wir jetzt schnell in eine Deflation rutschen. Aber es ist eben so, dass diese Inflationsspikes normalerweise nicht allzu lange dauern. Und an der Inflation ist schuld, das hat Biden klar gesagt, die bösen Ölkonzerne und die Tankstellenbetreiber, die sollen doch gefälligst mal ihre Preise senken. Und da hat jetzt Jeff Bezos klar gemacht, also entweder ist das eine Fehlinformation oder ein Irrtum, dass das Weiße Haus unter Biden nicht versteht, wie eigentlich diese Inflation zustande kommt, oder man versucht, die Leute in die Irre zu führen. Und das ist durchaus so, dass Jeff Bezos da einen echten Punkt hat, denn ich kann nicht die Tankstellenbetreiber etwa hier verantwortlich machen für das, was an den Märkten passiert. Und damit schiebt ja im Prinzip Biden diesem ganzen Ukraine-Konflikt das Problem zu. Aber das Problem in Sachen Energie, das ist auch nicht unwesentlich eben durch Bidens Politik entstanden, etwa Nichtgenehmigung von Pipelines, dieser latent gewollte Ausstieg aus fossilen Energieträgern, den man ja durchaus befürworten kann, aber dann sollte man sich eben auch nicht wundern, wenn die Preise steigen, weil das Angebot so knapp ist. Und jetzt haben wir hier die zweiten Superhelden, einmal die Politik, die jetzt die Notenbanken, hier sehen wir Jerome Powell, wie er gesagt hat, also QE wird keine Inflation nach sich ziehen. Dann hat er gesagt, ja, ein bisschen Inflation, aber transitory, ja, wir haben jetzt hohe Inflation, aber die peakt jetzt. Okay, vielleicht doch nicht so transitory, aber der Arbeitsmarkt ist gut und die Löhne steigen doch. Dann erstes Quartal sagt er, wir müssen jetzt die Zinsen deutlich anheben, um die Inflation zu bekämpfen. Jetzt sieht er, dass durch diese Zinsanhebungen die Rezession wahrscheinlich ist und sagt aber, ja, negatives Wachstum in Quartal 1, aber es wird keine Rezession geben. Er wird dann bald sagen, okay, die Rezession ist da, aber ihr werdet eure Häuser nicht verlieren. Okay, ihr werdet eure Häuser nicht verlieren, aber ihr werdet nicht verhungern. Okay, ihr werdet zwar sterben, aber ihr werdet dafür in den Himmel kommen. Das ist so ein bisschen die Genesis des Ansatzes, nicht nur der FED, sondern etwa auch der EZB, dieses permanente sich verschätzen, falsch einschätzen von Prozessen, die man maßgeblich selbst beeinflusst hat. Diese Inflation, dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage konnte sich nur so massiv preissteigernd auswirken, weil eben auch die Geldmenge zuvor so stark erhöht worden war, in den USA ja noch stärker als in der Eurozone. In der Eurozone haben wir andere Themen, da ist eben neben Corona vor allem der Ukraine-Krieg ein echtes Thema, das ist in den USA zwar auch irgendwo spürbar, aber eben nicht so deutlich wie hierzulande, und dementsprechend hatten die Amerikaner auch eine höhere Inflation als wir, bis wir jetzt die Amerikaner endlich eingeholt haben mit 8,6%. Ja, ja, das ist eine Leistung. Jetzt kommen wir mal zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir den Nasdaq auf wöchentlicher Basis und wir sehen,
Wir haben ja einen massiven Anstieg gesehen vom Corona-Crash bei 6.717 Punkten hier auf dann knapp 17.000 Punkte, 16.764, und das 61,8er Retracement, wenn man das jetzt mal auf Fibonacci-Ebene sehen würde, wäre bei 10.555 Punkten. Das wäre vielleicht eine Marke, die man sich merken kann. Da kann es durchaus noch hingehen. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen Schmerzen vor uns. Aber je klarer es wird, dass die Rezession kommt, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation zurückgeht, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed doch die Zinsen nicht so stark anhebt. Das zumindest ist die Hoffnung der Bullen, die kurzfristig auch saisonal ein sehr günstiges Umfeld finden. Wir sehen jetzt die günstigste Phase für die Aktienmärkte des gesamten Jahres zwischen Anfang August etwa und Mitte August. Liegt auch daran, wie Sie unten im Chart sehen, dass da sehr viel Geld normalerweise an die Märkte fließt. Median Money Monthly Inflow into Equity Markets and ETFs. Hier sehen wir, der Juli ist durchaus ein positiver Monat, und hier sehen wir nochmal diese erste Hälfte des Julis, die beste Woche ist, saisonal gesehen, historisch gesehen, des ganzen Jahres, mit einem Anstieg, durchschnittlichen Anstieg von 1,7%, und das ist ja gar nicht wenig. Wir haben jetzt am Freitag gesehen, dass sich die Wall Street erholt hat, trotz schwachen ISM, trotz schwächerem Chicago Einkaufsmanager Index sind wir dann noch nach oben gegangen. Auf Future Basis waren wir heute etwas schwächer, mal sehen, wie es jetzt dann weitergeht. Aber wenn wir uns jetzt mal die Sektoren anschauen, was ist denn eigentlich derzeit günstig und was ist teuer? Dann sehen wir Utilities, Versorger, eine Art Zinsersatz, weil sie eben in der Regel hohe Dividenden zahlen. Die sind historisch gesehen extrem teuer, handeln in der 100. Perzentile. Jetzt im 30-jährigen Price-Earnings-Premium gegenüber dem S&P 500. Das heißt, das würde ich jetzt tendenziell meiden, während Energie zum Beispiel nach wie vor sehr, sehr günstig ist mit einem Kursgewinnverhältnis von 9. Das ist praktisch die dritte Perzentile so günstig in Relation zum S&P 500. Also es könnte sein, dass dieser Abverkauf, den wir jetzt in vielen Bereichen gesehen haben, gerade im Energiesektor, dass da jetzt langsam auch die Luft raus ist und dass das wieder ganz gute Einstiegsgelegenheiten sind. Ansonsten noch günstig Communication Services und Materials, auch Financials und Industrials sind zumindest jetzt noch gut bewertet oder fair bewertet, könnte man sagen, zumindest nicht so extrem teuer. Aber das große Problem ist die hohe Asset Allocation in Richtung Equities. Wir sehen hier etwa von Privatleuten, von Mutual Funds, also von Investmentfonds, Pension Funds, Pensionsfonds, die haben eine sehr, sehr hohe Exposure, eine sehr hohe Veranlagung in Aktien, das ist genau das Problem, und relativ wenig in Cash und relativ wenig etwa in Schuldpapieren, das ist zuletzt deutlich zurückgegangen in Debt. Cash ist ein bisschen gestiegen, weil gerade die professionellen Anlagestrategen sich hier ein bisschen Cash zurückgelegt haben. Wir sehen aber auf der anderen Seite, und das ist das Positive für die Bullen, dass wir jetzt einen neuen Rekord machen werden in Sachen Buybacks, also Aktienrückkäufe. Das ist natürlich ein unterstützender Faktor. 40% der Rallye zwischen der Finanzkrise und Anfang 2022 kam durch diese Buybacks, weil so viel Geld durch die Unternehmen selbst in die Hand genommen wurde, um eigene Aktien zurückzukaufen. Und jetzt sehen wir etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Normalerweise ist in Bärenmärkten, wie wir ihn jetzt im ersten Halbjahr gesehen haben, wird Geld abgezogen. Das ist in diesem Jahr nicht gewesen, sondern es sind sogar Gelder reingeflossen. 70 Milliarden sind jetzt hier frisch netto sozusagen in die Märkte geflossen, während wir etwa im Corona-Crash Abflüsse gesehen hatten von 43 Milliarden, während wir in der Finanzkrise gesehen hatten, Abflüsse von 78 Milliarden, sind jetzt 70 Milliarden nochmal dazugekommen. Das ist eine Chance und ein Risiko zugleich. Eine Chance, weil diese zuflüssenden Gelder eben durchaus stabilisierend wirken, weil da eben dann wieder gekauft wird. Auf der anderen Seite, wenn wir dennoch fallende Kurse sehen, dann heißt das, dass da viel sozusagen im Feuer steht. Da müssen wir mal drüber nachdenken, ob das jetzt positiv oder negativ ist, dass da sozusagen keine Panikreaktion an den Märkten erkennbar war. Kommen wir jetzt noch mal zu diesem geopolitischen Thema. Was Sie hier sehen, sind die russischen Ölexporte. Februar 2022 geht fast alles in die EU. Wir sehen, dass der Anteil in die EU deutlich geringer geworden ist. Wir sehen, dass jetzt
Vor allem der Anteil von Indien und China im Mai, Juni 2022 massiv zugenommen hat, dass insgesamt die Ölexporte Russlands deutlich zugenommen haben. Aber die Inder und die Russen, die zahlen weniger, als wir das gemacht haben. Das heißt, hier ist wahrscheinlich netto dann für die Russen gar nicht viel mehr rumgekommen, weil sie schlichtweg eben für Indien und China niedrigere Preise aufgerufen haben. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Grafik. Wenn wir nochmal zu China kommen, da hat jetzt am Wochenende Shimao, ein Immobilienentwickler, seine Offshore-Verpflichtungen nicht erfüllt. Also die hatten Anleihen, die Offshore gehandelt werden, also auf Dollarbasis gehandelt werden. Und das sind etwa eine Milliarde Dollar, also nicht so wenig. Und die hat man schlichtweg nicht bezahlt, nicht bezahlen können. Wir sehen also, das ganze Thema am chinesischen Immobilienmarkt ist noch lange nicht vorbei. Und wir sehen, dass in einigen Provinzen Chinas, wie in Anhui, die Zahlen wieder steigen in Sachen Corona. Das hat heute etwa den südkoreanischen Aktienmarkt belastet. Asien heute weitgehend positiv, aber die Südkoreaner etwa 1,2% im Minus aus Rezessionssorgen, weil man sich sagt, naja, wenn in China jetzt wieder die Zahlen hochgehen, wieder Lockdowns kommen, dann wird das für die Wirtschaft durchaus ein Problem. Hier mal eine interessante Grafik. China hatte im Jahr 2002, also vor 20 Jahren, einen Anteil am BIP von 8,1%. Und jetzt sind wir bei 18,8%, also 10% zugelegt in 20 Jahren. Die Amerikaner hatten vor 20 Jahren 19,8%, sind jetzt zurückgegangen auf 15,8%. Und die EU hatte 19,9% und jetzt sind wir bei 14,8%. Da sehen wir also, na, ganz klar, die Entwicklungen, die Prozesse, die Trends, die hier der Fall sind, im Westen rückläufig, aber auch China könnte seinen Zenit praktisch schon erreicht haben, weil eben hier diese ganze Wachstumsstory auch durch Schulden erkauft wurde. Es sind ja vor allem die Unternehmen, die staatlichen Unternehmen mit über 200% des BIPs verschuldet. Das ist ein horrender Wert. Unten sehen wir mal, dass eben der Westen im Prinzip 30% der Wirtschaftsleistung darstellt. Ähnlich wie die BRICS-Staaten, die allerdings 40% der Weltbevölkerung stellen, während wir etwa 10% der Weltbevölkerung stellen. Also wir sind natürlich in einem ziemlichen Ungleichgewicht, wo wir aus einer dominanten Situation kommen, wo wenig Menschen sehr viel Dominanz ausgestrahlt haben. Und das wird auf Dauer nicht gehen. Das sollte uns zumindest klar sein, dass die westliche Dominanz durchaus endlich ist. Und endlich ist auch der Optimismus hier in Deutschland. Energiekrise trifft Deutschland mit voller Wucht. Man fürchtet, wie die Netzagentur, Hunderttausende von Gasthermen, die ausfallen. Die müssen dann händisch wieder aktiviert werden, wenn praktisch das Gaslevel unter bestimmte Preise, unter bestimmte Niveaus fällt. Die Strompreise galoppieren. Hamburg könnte Warmwasser rationieren. Super, dann können wir hier in Hamburg bald kalt duschen, gell? Das ist doch großartig. Und jetzt fordert etwa Fahimi von der Gewerkschaft faktisch eine Enteignung, indem sie sagt, ja, also man kann ja nicht erklären, warum jetzt die ärmeren Haushalte besonders unter diesen massiv steigenden Energiepreisen leiden und die Reichen praktisch hier ungeschoren davonkommen, weil die das ja weniger trifft. Und man müsste hier einen Lastenausgleich mit einer einmaligen Vermögensabgabe einführen. Also man will faktisch eine Art Enteignung durchführen. Dann hat hier die Bild-Zeitung, die dieses Interview gemacht hat, Lindner zitiert, den Finanzminister, das sei ja Enteignung. Und dann hat Fahimi gesagt, ja, aber wenn es so ist, dann ist es trotzdem die richtige Politik. Also wir sehen, worauf das Ganze hinsteuert. Wir haben ja jetzt mit dem Zensus auch die Erfassung etwa von Immobilienbesitzern sehr genau. Also da kann man sich schon drauf freuen, kann man sich schon drauf vorbereiten. Heute wird Scholz mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaftlern sprechen, wie man die Inflation eindämmen kann, Energiekrise, Wirtschaftskrise, bla bla. Also das wird lustig, was man da zu besprechen hat, werden wir vielleicht heute Abend dann erfahren. Aber hier sehen Sie nochmal die Energiepreise, Power Baseload Forward, also das sind Futures, die Sie hier sehen. Die sind massiv gestiegen. Wir lagen noch 2020 etwa so im Bereich 50. Jetzt sind wir bei 300, gut 300. Also da sieht man, wie das hier explodiert ist. Und die EZB ist machtlos. Warum die EZB machtlos ist und was das für den Euro bedeutet, ein Artikel von Hans Zipfel, der das mal abgleicht mit einer ähnlich ignoranten Politik der Notenbanken der Türkei und Japans. Beide sind sehr stark politisch abhängig, sind also alles andere
als unabhängig. Die EZB ist das faktisch ja auch nicht, auch wenn im Maastrichter Vertrag steht, dass sie es sein sollte. Aber sie ist es nicht. Sie betreibt faktisch auf Geheiß einiger Länder offenkundig eine Politik, die weniger die Inflation als vielmehr die Risikoprämien für Südländeranleihen im Auge hat. Die Folge bekommen wir eben durch eine Geldentwertung zu spüren. Und wenn Sie sich für die Aktienmärkte interessieren, wie ist jetzt eigentlich die Lage S&P 500 und Nasdaq von Wolfgang Müller? Wieder der große Super-Rundumschlag über das, was Sie jetzt beachten sollten. Also diese beiden Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und bitte wieder um Teilung dieses Videos, aller Artikel etc. etc. Und wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche. Bis heute Abend. Servus und ciao.